Der frühere deutsche Nationalspieler Christian Ziegel hat Kritik am Spielstil von Leroy Sané geübt. Der 22-jährige Flügelspieler von Manchester City war bei der 1:2-Niederlage des DFB-Teams in Frankreich am Dienstag von Bundestrainer Joachim Löw in die Startelf beordert worden. Natürlich hat er Tempo, natürlich hat er Qualität, das sieht man, lobte Ziegel bei kicker.tv Spezial zwar, jedoch habe man bei Sams Ballannahmen mitunter das Gefühl, der steht irgendwo auf dem Dorfplatz. Du spielst gegen den Weltmeister, du hast keine Zeit. Da muss für mich noch mehr kommen. Leroy Sané gegen Frankreich mit guten Ansätzen. Sané hatte gegen die Franzosen vor allem in der ersten Halbzeit gute Ansätze gezeigt, war nach 75 Minuten schließlich ausgewechselt worden. Beim 0:3 in den Niederlanden am Samstag hatte der Premier League-Star als Joker überzeugt, allerdings auch beim Stand von 0:1 eine hundertprozentige Chance auf den Ausgleich vergeben. Ziegel hatte seine aktive Karriere, in der er 74 A-Länderspiele bestritt und 1996 den EM-Titel feierte, im Jahr 2006 beendet. Von 2011 bis 2014 war der 46-jährige Nachwuchstrainer beim DFB, seine bis dato letzte Station als Coach hatte er von Januar bis Februar diesen Jahres beim thailändischen Erstligisten Ratchaburi FC.